Kochen auf der Arbeitsplatte? Diesen ungewöhnlichen Anblick ermöglicht eine neue versteckte Technologie. Denn dieses Induktionsfeld ist unsichtbar in der Keramikplatte verbaut. Vom Kochen selbst her ist es halt ganz effizient, ganz effektiv, dass ich hier ganz normal kochen kann. Normales Thema in der Küche ist aber natürlich dann auch die Reinigungsfähigkeit, die Reinigungsqualität. Das heißt, ich nehme nach dem Kochen ganz normal meine haushaltsüblichen Dinge, einen Putzlappen, ein bisschen Spüli, ein bisschen Wasser, wische über die Arbeitsfläche, sauber, fertig. Diese Verschmelzung von Design und Technik ist ein großes Thema auf der Living Kitchen in Köln. Küche und Wohnraum werden zunehmend eins. Dadurch wird der gestalterische, individuelle Anspruch in Form von ausgefallenen Materialien und Farben wie Rost und Messing immer wichtiger. Daneben müssen Geräte aber auch clever und damit häufig auch vernetzt sein. Alles, was wir aus dem Bereich der Automobilindustrie kennen, Stichwort selbstständig fahrendes Auto, möchten wir natürlich auch an Convenience im eigenen Haus haben. Also, das fängt an, dass ich mit dem Kühlschrank kommunizieren kann. Lichtsteuerung, Türensteuerung, energetische Steuerung. Also alle diese Funktionen werden zukünftig unter dem Begriff Smart Home zusammengefasst und immer wichtiger. Der fließende Übergang zwischen Küche und Wohnraum zeigt sich auch auf der direkt nebenan stattfindenden internationalen Möbelmesse. Auch hier sind Oberflächen aus Holz, Korb oder in Metalloptik absolut angesagt. Matte Grau- und Schlammtöne sowie Massivholzmöbel zeigen, dass der Hang zum coolen skandinavischen Look weiter Bestand hat. Aber nicht nur gedeckte Grautöne, auch florale Muster und Farben, allen voran grün, zieren das Innendekor. Wir haben Greenery als Leitthema. Bei uns auf der IMM zeigt sich das auch noch in der Auswahl der Materialien. Gesundheitsbewusstsein, Ressourcenschonung spielen damit rein, sodass wir sehr viel Massivholz haben, sehr viel andere natürliche Materialien wie Filz oder Schurwolle, auch Loden als Bezugsstoff zum Beispiel für Boxspringbetten, aber auch Leder und Glas. Ungebrochen groß ist die Nachfrage nach klassischen, nostalgischen Formen im Mid-Century-Style. Denn im Wohnraum steht das eigene Wohlbefinden an erster Stelle. Ein Ort der Entschleunigung, an dem alles, was gefällt, möglich ist. Tür zu und Ruhe ist ein schönes Bild für das, was der Mensch fühlt und will. Tür zu, relaxen, entspannen. Und die Gestaltung der eigenen vier Wände ist sehr unkonventionell und sehr individuell. Da kommt also noch mal was dazu. Zum Beispiel gibt es plüschige Dinge und puristische Dinge in einer Wohnung, was früher undenkbar war, weil es immer nur darum geht, was einem individuell gefällt und was so der persönliche Stil ist. Wer sich von 1360 Ausstellern aus rund 50 Ländern in der Wohn- und Küchenindustrie inspirieren lassen möchte, hat am kommenden Wochenende Gelegenheit dazu. Denn dann laufen die neuesten Geräte auch für Besucher auf Hochtouren.